Hi Leute und willkommen zurück bei Let's Play Okami. Ja, das letzte Mal sind wir an dieser Stelle stehen geblieben, und zwar dort, wo die Brücke fehlt. Isun war dabei, uns etwas zu erklären, beziehungsweise uns zu zeigen, wie wir hier darüber kommen wollen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was er uns so zeigen will. Machen wir mal weiter. Ja, das stimmt, in der Tat. Oh. Also das Bild hat sich irgendwie ein Stück Pergament verwandelt jetzt, und der hat jetzt mit Pinsel drauf gemalt. Oh. Sehr interessant. Okay, diese Restauration bedeutet also folgendes: Man kann diesen Bildausschnitt, was man so hat, kann man so irgendwie auf ein Stück Pergament darstellen. Und dann kann man mit der Pinsel und Tinte draufmalen, um dann irgendwie jetzt wie in diesem Fall mit Restauration ein fehlendes Stück Holz oder je nachdem, was da fehlt, komplett zu machen. Gut, jetzt sehen wir uns hier von der Geschichte von alten Tagen. Ja, das weiß ich nicht. So, dann gehen wir weiter und gucken, was uns noch so erwartet. Hier sind schon nochmal zwei Töpfe, die ich jetzt kaputt machen werde. Hier ist nichts drin. Fluss der Himmel. Nun ja, ich schätze mal, das wird's wohl gewesen sein. Also zumindest glänzt dieser Teil hier so, und da kommen weiße Sterne daraus. Ich schätze mal, das müsste es gewesen sein. Ja, wenn man sieht, fehlt hier so ein ganzes Stück bis da hinten. Und dann kommt man nicht so weiter. Deswegen müssen wir gucken, dass wir irgendwie darüber kommen. Zumindest mit unseren jetzigen Mitteln ist das unmöglich. So, dann gehen wir mal nach oben und schauen, was uns so erwartet. Blaue Sterne. Ne, sieht man die Struktur. Sieht irgendwie aus wie ein Drache. Ja, dann mach mal. Oh. War wohl nix. Ja. Heißt mit anderen Worten, wir müssen das mal wieder selber erledigen, weil er das nicht auf die Reihe kriegt. Gut. Drücken wir R1, haben wir es. Und mit dem Pinsel machen wir jetzt diesen Punkt hier an die verliehene Stelle, wenn man es genau trifft. Voila. Geht doch. So, jetzt haben wir unseren Sternenkonstellation komplett, wo da jetzt der Drache rausgekommen ist. So, jetzt gucken wir mal, wer das ist und wer was er uns zu sagen hat. Yomigami. Okay, wir scheinen jetzt etwas bekommen zu haben. Okay, das war der Gott der Restauration. Ich schätze mal, die Macht der Restauration gehört jetzt uns. Okay.
Ja, ach nee. Ja, es gibt bestimmt noch andere Leute, die das dann auch meistern können. Aber gut. Also richtig überzeugt ist der Isun noch nicht. Deswegen müssen wir den wohl überzeugen, dass wir das dann auch auf die Reihe kriegen. Dazu gehen wir erstmal wieder nach unten. Ja, lass mich jetzt erstmal versuchen, dann sehe ich, ob ich das schaffe oder nicht. So, dann probieren wir mal unser Glück und versuchen den guten Isun mal zu überzeugen, dass wir das doch hinkriegen. Na, versuchen wir es mal. So. Voila, geht doch. Ja, das habe ich selber gemalt, aber auch gut. So, jetzt gehen wir mal rüber und schauen, was uns auf der anderen Seite erwartet. Also zumindest sieht man hier ein leuchtendes Portal. Ich schätze mal, da müssen wir dann auch durchgehen. Na, guck mal, vielleicht finden wir das ein oder andere hier. Hier ist zumindest eine Kiste, die machen wir mal auf. Ein Magen erhalten. Ja, das ist natürlich toll. Ja, versuchen wir mal den mal zu füllen. Gucken wir mal, was in den Köpfen so drin ist. Hier ist schon mal nichts. Hier auch nichts. Oh, hier ist ein bisschen Yen. So, was haben wir denn hier? Apfel. Okay. Was haben wir hier? Pfirsich. Gut. Was gibt's noch? Hier nichts. Eine Mandarine. Okay. Das wäre alles. Dann würde ich mal sagen, gehen wir durch das Portal und schauen, was uns auf der anderen Seite so erwartet. Ein Waldweg. Gut, ich schätze mal, einen anderen Weg als geradeaus gibt's nicht. Dann nehmen wir den Weg und schauen, wo der uns so hinführt. Nebenbei gemerkt, wird man das hier gut sehen. Je mehr man mit Okami Amaterasu läuft, desto schneller läuft sie dann. Ich sag einfach Amy, ist glaube ich ein bisschen einfacher als so ein Okami Amaterasu. Ist ein bisschen zu lang. Also Amy läuft in diesem Fall dann schneller. Man sieht es auch wirklich eine schöne Gegend hier, also schon Waldweg mit vielen Bäumen und ein Wasserfall. So, hier haben wir nochmal zwei Töpfe, die wir natürlich mitnehmen direkt. Klöße haben wir auch bekommen. Gut, nehmen wir noch die paar Yen direkt und gehen weiter nach vorne und schauen, wo wir dann hinkommen. Oh, sieht aus wie eine Höhle. Das ist auch eine Statue. Oh. Also zumindest kommen wir erstmal nicht mehr raus. Ja, dann müssen wir mal irgendwie zusehen, dass wir dieses Schwert vielleicht mal reparieren, also schätze ich mal. Versuchen wir es mal. Aha. Ja,
Na also. Ist er doch davon überzeugt, dass wir das sind. Oh, eine weitere Konstellation. Sieht aus wie eine Ratte oder so. Also zumindest auf den ersten Blick. Ja, machen wir erstmal den Puppen, schauen wir mal. So. Oh, eine Ratte mit einem Schwert. Tachigami. Meister der Technik Kraftstreich ist das. Ja gut, das wird ja nicht so schwer sein. Jetzt überzeugen wir einen guten Ison. Ja, siehst du. Das kannst du wohl laut sagen. Nein, eigentlich nicht. So, apropos zerteilen. Dadurch, dass wir jetzt diese Technik drauf haben, sind wir natürlich jetzt in der Lage, diese Frucht zu zerteilen, da wir jetzt was schneiden können. Und zwar hier schneiden wir erstmal hier diese Holzbarren. Was heißt ein Holzbarren? Holz, ja, Pfosten oder was weiß ich was, ist egal. So, jetzt können wir auch das ein oder andere auch aufschneiden, zum Beispiel hier diese, ja, diese Steinskulpturen da. Zum Beispiel mit dem Stein zusammen, da finden wir auch ein paar Yen. Zum Beispiel, so, jetzt mal hier eben hier. Voila! Dann mach ich noch diese beiden Töpfe kaputt. Wie man sieht, zeigt uns auch ein Pfeil, wo wir hingehen, dass wir zurückgehen sollen. Also ich stelle mal zu der Frucht. Oh. Oh. So, dann machen wir mal Pause. Ja, wie es aussieht, kommen wir hier direkt zu unserem ersten Kampf, aber wir kommen auch leider zum Ende, deswegen muss ich an dieser Stelle einen Schnitt machen. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wo wir dann sehen, wie dieser Kampf dann ausgehen wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.